Nun sind wir hier bei den ADATA SSDs. Neben den Consumer SSDs stellen wir auch Enterprise-Grade SSDs her. Aktuell liegt hier das Maximum, das wir anbieten können, bei 512 GB. Das ist dem aktuellen, das ist dem LSI SandForce Controller geschuldet. Der aber in Kürze, wir erwarten im dritten Quartal die ersten Muster, abgelöst wird von einer neuen Version des Controllers, der sich sowohl als PCI Express als auch als SATA einsetzen lässt, sodass in absehbarer Zukunft SSDs mit bis zu 2 Terabyte nicht mehr unmöglich sein werden.